Dann, wenn er reinkommt, er kommt ja immer näher. Dann sage ich, weißt du, dann sag ich so, weißt du, hast du Bock? Er denkt sich so, ja, wieso nicht? Er kommt näher. Hast du Bock? Ich stehe ihn tot, Bruder. Hast du Bock? Ich glaub, was? Ja, wenn er mich entführt, dann will er mich sicher haben, oder? Ja. Das war, hast du Bock? Und dann stichst du ihn, oder was? Ja. Ich sag's eh irrelevant, Bruder. Wieso hat er überhaupt PA gedisst? Ey, Bruder, er hat keine Aufmerksamkeit, Mann. Jigsaw, wer hört Jigsaw? Er wurde ja auch abgeschoben, oder? Schon lange. Also in der Türkei? Ja. Deswegen hat er gesagt, du wählst nur, weil du in der Türkei bist, weißt du? Weil mäßig keiner was machen kann gegen ihn. Jein. Ich glaube, PA Sport, der hat genug Geld, glaube ich. Das war während Corona-Zeit wurde er abgeschoben, gell? Ja. Der ist eh unnötig, Mann. Das heißt, er wurde vom Fahrrad zum Hund. Das heißt, er ist unnötig einfach, hat er seine Frau gedisst. Ja, so wie dieser Jakari hat ja auch viele gedisst, einfach so. Ja, aber Frau ist auf unnötig ist so. Schau, wenn man Bushido ist auch behindert, aber die mischt sich ein ins öffentliche Leben, so weißt du. Die macht sich so eine öffentliche Person. Okay, PA Sports, Frau ist auch nicht unöffentlich. Die ja, aber du musst überlegen, da ist wieder ein Unterschied. Ey. Sie postet Bilder und Bushidos Frau hat ja gegen die geredet. Ja, ey, das. Und was hat er jetzt gesagt gegen PS Frau? Dass sie, wie war dieser Text? Du bist nicht nur PS Frau, sondern für alle die Frau. Irgendwie sowas. Ah, weil sie so Dinge postet, so Unterwäsche postet. Wahrscheinlich. Ich habe mal so einen Clip gesehen auf TikTok, wo PS so sagt, so, ja, meine Frau könnte nie dies, das. Ja. Früher hat er das gesagt in einem Hip-Hop-D-Interview oder 16 war es oder so. Und dann, jetzt sieht man halt, weißt du, das alles, was er gesagt hat, sie darf das nicht. Dann sieht man so einen Ausschnitt von jetzt, was seine Frau macht. So, sie darf das nicht. Die Kutschi ist davor habe ich auch Angst hier. So. Ja, hast du Angst, dir Sachen zu sagen, die dann... Ey, pass auf, Alter. Du musst dann auf deinem Board stehen, du weißt, wie das gemacht wird. Die packen ein Interview aus von ihm, was er von seiner Frau wollte vor 4 Jahren oder so, weißt du, ich meine. Jetzt hat er eine andere Frau und Internet vergisst nicht. Meinung ändert sich und so weiter. Aber ich glaube, Frau ist einfach zu krank, deswegen kann nichts sagen. Schaut so gut aus. Hat so gut ausschaut. Er ist leise. Mach mal Auge zu, weißt du. Er hat jetzt eh ein Kind mit der sogar. Ja. Ein Jungen, glaube ich. Habe ich letztens angeschaut. Na, was ist PA für ein Landsmann? Iraner. Ja. Iraner? Was ist sie? Keine Ahnung. Deutsche vielleicht. Das ist was? PA, ja. Schlingel. Ist er größer als sie oder ist sie größer? Ich glaube, die ist größer. Aber sein Geld ist viel größer. Mhm. Wenn auch sein Geld ist er größer als sie. Wie groß ist PA? Ganz klein. Wie groß? Ja, ich bin jetzt auch nicht der Größte, aber ich glaube, er ist so 1,65 sicher. Wie groß bist du? Ja. 75. Okay. Oder 74 oder 76, keine Ahnung. 80 an einem guten Tag, oder? Mit Schuhe, ja. Ausgeschlafen, also. Mit Schuhe, Einsatz. Kann man das googeln? Wie groß ich bin? Nein, Spaß, na. Weil ich habe mich, wo ich meinen Pass gemacht habe, habe ich mich gemessen, da war ich, glaube ich, 76, Bundeswehr war ich 74. Und. Die gehören nicht Bundeswehr. Ich sage einfach 75. Ja, das ist 1,69. Ja. Also ist ein. Das ist Frauengröße. Unter 1,70 ist schon so. Ich hatte immer Angst, dass ich nicht 1,70 werde. Ja? Echt? Weil ich war, bis ich 16 wurde oder so, war ich 1,50 oder so. Aber du warst immer klein. Ich war extrem klein. Fußball auch immer. Ich hatte nicht die Angst. Ich dachte, ich bleib so klein. Was mal, Dann irgendwann, ich wurde 1,70, dann habe ich so, Baba, zum Glück wenigstens das erreicht. Dann wurde ich noch 75. Größe. Dann wurde ich 75, dann habe ich so, okay. Besser als nichts. Früher, ich dachte immer 1,70. Ich habe es immer mit Messi verbunden. Ich dachte immer 1,70. Bruder. Na, bei mir war immer, ich wollte 1,90 werden. Ja, ich wollte auch groß werden. Bei mir 1,80, Bruder. 1,80? Ich schwöre. Ich hatte Urangst. Ja, bei mir war halt meine Mutter urklein, war halt ich so klein und mein Vater halt größer, deswegen. Deswegen ist deine Mutter viel kleiner als du? Pff, meine Mutter ist 1,50 oder so. Ja? 1,50. Oder 55, 60, sowas. Okay. Mein Vater ist 85. 85? Ja. Aber ich dachte immer, ich werde wie mein Vater, aber dann. Doch nicht. Nee. Ich habe nur seine Haare bekommen. Nicht die Vorteile mitgenommen. Also. Ehrlich. Aber die andere Länge, Spaß. Na, aber. Ich dachte, ich bin 1,60, bleib so. Ich hätte Angst, man. Auf 1,60. Dann, ich war auch in Türkei gegangen, dieses. Ja, deine Verlängerung. Dann wie ein Pinguin gehen. Ja, drei Knie. Wie lang braucht man, um dann wieder gehen zu können? Ich glaube, halbes Jahr fix oder ein Jahr sicher sogar. Ja, oder? Du musst mal, glaube ich, ein, zwei Monate mal sitzen oder so.
Ja, du musst ja theoretisch gesehen, musst ja dein, ist ja nicht nur Knochen verlängern, sondern der Muskel wird ja. Das ist so krank. Gespannt oder keine Ahnung, wie das ist. Wie viel kostet das? Nein, die brechen ja dein Dings da. Ich weiß eh, aber du musst dir vorstellen, Knochen wird gebrochen. Ja. Und dann gibt was rein und dann tun sie das immer weiter so Dings und dann wird es langsam immer weiter der Abstand gemacht wird und dann wächst das mäßig wieder. Ist es so, dass es einmal gebrochen wird, eingesetzt, größer, dann immer jedes Mal, wenn du es so ummachst, wieder gebrochen wird? Nein, ich glaube, oh wow. Nein, ich glaube, wie war das wieder? Ich habe ein Video angeschaut. Ich habe du hast was drin und dann tust du so drehen. Ja. Dann geht es wieder um einen halben Millimeter oder Zentimeter. Du tust immer ein bisschen, nein, nicht mal brechen, ich glaube, du ziehst immer nur weiter weg. Das wächst dann immer mehr zusammen, glaube ich. Ja, aber trotzdem muss ja, weißt du, es muss ja einmal gebrochen werden. Ja, einmal schon, ja, das weiß ich. Einmal gebrochen und dann tust du es immer wieder und dann wächst dein Knochen einfach so nach. Das ist so krank eigentlich. Aber wie krank das Knochen eigentlich nachwachsen? So yeah. Zusammenwachsen wieder. So, du kannst brechen und das wächst wieder zusammen. Das ist crazy. Ich glaube, wäre ich 1,50, ich würde das auch nicht machen. 1,50? Ich würde das nicht machen. Egal wie klein ich wäre, ich sag dir ganz ehrlich. Als Mann schon. Ja, aber dann bist du schon, bis du das machst, hast du schon so 20 Jahre mit dieser Größe gelebt. So. Ja, also, was heißt 20 Jahre? Ja. Aber du warst immer klein, so. Dann irgendwann mal und so. Ich sag dir ehrlich, wenn du so. Mann bist? Ja, wenn du Mann bist, dann. Dann bist du auch Mann mit 1,50. Genau. Wenn du schaust, diese ganzen. Wenn du einen El Chapo oder so anschaust, der war 1,60, Bruder. El Chapo war 1,60. Ja. Oder ein Napoleon war auch ja gut klein, oder? Ja. Ich sage das. Das ist aber dieser Komplex, dieses extra zeigen. Ich sage ja deswegen, aber. Das ist extra laut und so weiter. Das kann sein, ja. Egal wie groß du bist, so, der muss funktionieren da. Ey, safe. Aber viele machen das halt schon mal, weißt du? Ja, ich wäre jetzt auch lieber 1,90 oder so. Ja. Aber jetzt. Aber man weiß eh, es ist nicht, deswegen fuck it so, was ich meine. Ich kann jetzt nicht so machen, was ich kann jetzt nicht tollen den ganzen Tag so. Sowieso. Ich muss breiter werden, ja. Das ist meine Schuld, ja. Das ist es, ich aber das so wegen Größe. Ja, ey. Wegen Größe sich die ganze Zeit so. Ich mag es nicht, wenn so Leute so sagen, sich so beschweren wegen Größe. Das habe ich auch nicht. Diese Komplexe. Ja, du kannst ja nichts ändern. Ja, es ist einfach so. Ja, ey. Was willst du machen? Aussehen, sowas kannst du immer ändern. Und in den meisten Fällen fällt das nicht mal so auf. So, so unter Jungs. Wer schaut wie groß? Ehrlich? Ich weiß nicht mal so, wer wie groß ist. So doch, wie man schaut schon. Aber es ist so ein Ding, man schaut einmal. Und dann ist es so, okay, er ist so groß, wie er ist. So, ob er groß oder klein ist, wird dann, außer den ersten Eindruck, wird das dann nichts mehr verändern für mich an der Person eigentlich. Ich sehe so wurscht eigentlich. Außer wenn sie frei kommt von Frauen. Wie groß? Fuck. Ja. Nein, aber. Wenn du Mädchen anschreibst, hast du Angst, dass sie größer ist als du? Nein, ich glaube, das merkt man meistens. Dass sie größer sind. Weil 1,75 ist eigentlich ist noch nicht kritisch, sag dir ehrlich. Es geht nur, weil die meisten sind maximal, ich habe einmal eine kennengelernt, die war urgroß. Ja, weil Frau 1,80 ist schon, Bruder. Ja. 1,80 ist schon. Groß. Aber einerseits unfair, du wärst so 2 Meter, dann kannst du sehr lange Beine anschauen, urstabil. Ja, das haben Frauen dafür, die Größe haben dafür längere Beine und so Model-Pose halt, oder wie man das nennt. Ja, diese Models sind ja alle so 1,79, 1,80 so, vielleicht größer sogar, ich weiß nicht. Ja, safe sogar, das ist ist das sicher ein Nachteil so. Ja, aber ich sag dir ehrlich. Frauen, aber unter Jungs? Ja, sehr wurscht. Also ich kann da nicht so mitreden, weil ich. Ja, weißt du, so. Wieso? Na, oh, das juckt so gar nicht, ich sag dir ganz ehrlich so. So, mich juckt's nicht, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man kleiner ist. Schau nicht so, weißt du. Na, unter Jungs. Unter Jungs urwurscht, oder? Ey, mir ist komplett wurscht. Weil, als ob ich dich klein will, weißt du, na. Ey, aber ich meine nur, wenn man klein ist. Schau nicht so, weißt du. Schau nicht so, Mann. Oder sag gleich, er ist ein Midget. Ehrlich, sag gleich, ich bin 1,20, Junge. Oh Mann, Alter. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozialschulen-Podcast. Bist du deppert, Bruder? Respekt. Ja, na. Folgt's, abonniert's bitte. Und viel Spaß mit der Folge. Na. Wird jetzt eine größere Date, Mann? Niemals. In meinem Fall? Niemals. No. Wie groß bist du eigentlich? Bei dir wäre crazy, aber dann wäre das wäre auch Horror, Bruder. Wie groß bist du? 1,92. Ja, okay, wenn die größer als du ist, dann. Dann ist schon schwierig. Ja, Mädchen über 1,90 hat. Aber ich hätte. Also. Größer nicht. No. Aber. So, mir fällt das nicht so auf, die Größe bei Frauen. Mir ist, ich sehe das nicht. Du bist immer größer als alle, weißt du, deswegen. Das ist. Das fällt mir nicht auf so. Mir fällt es erst auf, wenn so größere Frauen sind und die dann größer sind als so Jungs. Dann fällt es mir vielleicht auf so. Ja, das finde ich immer lustig so. Wenn ich mit einem Mädchen rede, ich habe einfach mit dir Augenkontakt so. Ich denke, Bruder, unfair. Ja, aber Augenkontakt finde ich nicht so schlimm. Nein, wenn sie so groß ist, nein, ich mag das auch nicht. Ich mag das nicht. Manchmal, bei mir ist so, ich bin halt genau über 1,80. Das heißt, manchmal mit Heels könnte theoretisch kritisch werden, als ich bin.
Weil manche, Bruder, manche, wenn sie so reden und so, und die gehen dann so ein bisschen runter oder so ein Scheiß, dann sind wir sich unter diesen, genau, weißt du, ich meine? Also meinst du Mädels? Ja, ja, Mädels. Na, Typ mit halt. Achso, ja. Das sie so. Ja, sie lehnen sich ein bisschen nach vorne mäßig so auf diese. Hm. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, die meisten sind eh klein so. Eh? Und, aber wenn, und wenn sie Highheels haben, wo viele... Die machen das ja schon, wenn die circa gleich groß sind wie du, damit sie, weißt du, weil ich glaube, wenn ein Mädchen, die fühlt sich auch komisch, wenn sie größer als du, genauso wenn du dich kleiner, wenn du kleiner bist, so. So. Dann sie macht sich so klein, aber ist auf mäßig so, ich bin eh süß, und chill. Ehrlich? Oh, süß, ich muss auch. Aber in den meisten Fällen, wenn Mädchen größer sind als Jungs, die reden dann eh nicht. Also sie machen dann eh nichts mit diesem Kleinen. Es kommt an, wer du bist, ja, aber halt, du redest immer mit Menschen so, das meine ich jetzt. Ein normales Gespräch, jetzt nicht so irgendwas Intimes oder so. Plötzlich Muschi. Da denkt gleich ein Ding. Nein, na, sowieso, ich weiß nicht. Das wäre fix lustig, so eine, du bist mit einer Frau, die drei Köpfe größer ist. Manche stehen auf große, so, auch wenn sie nicht so groß sind. Dann, aber wer dann Straßenkampf, sie müssen für mich kämpfen. Dann, sie muss stabil sein. Sie ist größer als ich, Mann. Ja. Ist immer noch eine Frau, was? Aber glaubst du, können sie knocken? Können sie knocken? Ja. Wenn sie so drei Köpfe größer ist? Ja, muss schon stark sein, glaube ich. So. Es gibt auch Frauen, die sind kleiner und dafür stärker. Ja, es gibt schon robuste Frauen so. Panzer. Ja, und die richtigen Panzer, Bruder. Die piekt eine Watsche. Die kickt. Die ballert. Die ballert rein. Die ballert. Oh, hast du schon mal mit Frauen gefetzt, oder? Na. Hat das schon mal. Ich habe mal den ersten Bezirk gesehen, wie sich zwei geschlagen haben. Das war Bestschlägerei. Wo? Erste Bezirk der Corona-Zeit, weißt du, wo alles zu war? Ja. Vor Mackie. Echt? Die haben begonnen zu schreien, ich denke mir, was passiert. Ich schaue nach rechts. Die geben sich Watschen. Wirklich? Buff. Buff, eine schmeißt runter. Das ist urschlimmer, wenn man so auf den Boden fliegt, einfach so mit dem Rücken. Man weiß, es tut einfach weh. Ja, safe. Dann war eh aus, dann kam Polizei, hat sie mitgenommen einfach. Ist sie liegen geblieben, oder? Nein, nein, ist wieder aufgestanden. Aber das Ding ist, bei Frauen, die tun dann noch so Haare ziehen und so, dieses. Ja, also Haare ziehen, das ist immer wurscht. Und wenn sie Haare ziehen, ist einfach wurscht. Nee, keine Regel, weißt du. Stell dir vor, als Mann, du ziehst, wenn du dich schlägst, wie jemand eine Haare. Oder Finger in den Arsch, kennst du das Video? Nein. No. Nicht? Welches Video? Die schlagen sich so und einer hat sich dann auch so Hose runter von diesem Typen und steckt die Finger. Ja, ja. Das blenden wir jetzt. Stell dir vor. Das geht aber, wo war das? Auf Twitter, kennst du das nicht? Ich zeig dir dann. Also ich würde abbrechen, ich würde sagen, Bro. Bruder. Bro. Ich würde weg, reicht schon. Ja, ja, die waren so mehrere und dann irgendwann, ich glaube, die waren so am Kämpfen. Dann irgendwann hat sie dann auch so Dings runter und steckt echt so Finger rein. Warte, mehrmals oder was? Ja, ja, so. Boah, das ist crazy. Das ist crazy. Ich wäre so verwirrt. Ich wäre so verwirrt in dem Moment. Aber war das der, wer mehrere waren am Kämpfen? Also zwei, drei waren am Kämpfen, glaube ich, und er ist einmal gegangen. Und der eine hat gegen den einen gekämpft und dann ist ja einer von hinten gegangen und hat das gemacht, oder? Ja. Oder wird jemand Hose nur runterziehen, ist schon komisch. Das ist eh arg. Weil die Hose war schon ein bisschen unten. Die konnte eben so schnell. Ey. Die war schon ein bisschen unten, da dachte ich sowieso nicht, Bruder. Ich würde auch machen, weißt du. Er darf niemals wissen, was er macht. Wenn es um Leben und Tod geht, willst du ihn jetzt wieder in den Arsch stecken oder nicht? Oder du stirbst. Ich würde nicht daran denken. Ja, was, wenn du stirbst? Aber was, wenn du, er hat dich gerade so mäßig im Clinch und du siehst sogar, du bist genau, es ist vor dir. Arsch, man sieht so mäßig halbe Ritze draußen mäßig. Er hat dich, ja er bricht gleich dein Bein. Du machst nur einmal so und dann ist aus. Ich würde was anderes machen. Nein, nein, es gibt nichts mehr, nur noch diesen Finger. Deine Hand ist genau hier mäßig, ja, weißt du? Du kannst dich bewegen irgendwo in der Hand. Er muss rein. So äußere ich mich nicht. Dann. Das ist eine Falle, das ist ein abgekartetes Spiel jetzt. Ich, nein, ich würde es nicht machen. Ich würde sterben. Wert. Ich würde sterben. Na, na, aber habt ihr das gehört mit diesen von vier Blogs? Was? Wie heißt der? Der von vier Blogs. Kida Ramadan. Kida Ramadan. Er geht vielleicht ins Gefängnis. Tony Hamadi für die anderen. Tommy. Der Tommy, ne? Tony Hamadi. Da hat der Chef von vier Blogs. Habt ihr geschaut? Ja, ja. Ja, aber nicht ganz, glaube ich. Was, nicht ganz? Das verstehe ich nicht. Du schaust eine Serie ein bisschen an. Ja, weil es, es gab zwei Staffeln. Drei, oder? Es gab zwei und die dritte ist erst irgendwann gekommen. Dann Konrad hat die angeschaut. Ich habe so ein bisschen mit Ding, oder? Nein. Ich habe alle geschaut, ja. Ja, aber ich kann mich nicht genau hin. Das verstehe ich nicht. So, schau gar nichts oder schau alles an. Was ja, aber ich, das ist für mich, da muss ich ja wieder quasi die Serie schauen, weißt du, ich meine? Nee. Yeah. Wäre alles auf einmal, hätte ich alles auf einmal durchgeschaut. Aber ich musste erste, zweite Staffel und dann auf dritte warten, dann dritte nochmal anfangen. Das sind Ausreden, die nehme ich da ernst. Weil du schau einfach die Folge ganz an, so, was ist so, was ist so schlimm dran? Ja. Das sind ein paar Folgen. Zeitverschwendung dann. Ich will nicht, ich schaue selten Serien, weil wenn ich eine Serie anfange, weiß ich, ich werde die nächsten Wochen Stunden damit verbringen, verschwenden. Ja, wenn du was isst, schau da währenddessen. Ja, das ist alles gut.
Also die wurde jetzt sogar Preise und so gewonnen. Das ist eine der besten Serien. Das ist eine Serie, du isst was, du schaust dir eine Folge an, Baba, und dann machst du wieder weiter mit deinem Leben. Ja, wegen Fahren ohne Führerschein. Ja. Ist er angeklagt worden. Deswegen Knast kommen oder was? Ja, aber er wurde so oft angeblich erwischt schon. So wirklich so überdurchschnittlich oft, so 30 Mal oder so. Und er hat halt nie einen Führerschein gemacht und ist trotzdem immer weitergefahren. Ich verstehe nicht, er hat eh genug Geld, wieso kauft er ihn einfach nicht? Keine Ahnung, weiß nicht. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Vielleicht müsste er dann mäßig, wenn du einmal erwischt wirst ohne Führerschein, kriegst du eine Sperre. Mhm. Vielleicht ist das irgendwann mal so immer ineinander gelaufen, weißt du? Hat sich auch noch, ich fahre einfach. Er hat sich gedacht, ich fahre einfach, weißt du? Ich bin eh Geld. Promi, weißt du? Okay. Dies, das, und jetzt wurde er ein paar Mal halt so oft erwischt und irgendwann mal, weißt du, so Konsequenzen. Wie sie angehalten werden immer. Ja, weil sie sehen, dass es ja, ist. Ach so, ja, okay. Stell dir vor, du bist berühmter und Polizei sieht, dass du fährst und sie schauen rein und vier Blocks ist schon eine große Serie, so. Noch Berlin. Vielleicht, die wissen schon Bescheid, so die so mäßig, so, deswegen halten sie ihn an, weißt du. Und dann musste er so 20.000 Euro zahlen, so Spenden oder irgend sowas. Hat er nicht ganz gezahlt alles und jetzt halt. Schaut es danach aus, dass er ins Gefängnis gehen muss, deswegen. Ich war wegen sowas, musst du in den Knast. Ja, free my bro. Das richtige L, Bro. Das ist ein richtiger L-Taker, wenn du wegen sowas in den Knast gehst. Ja. Free Kida. Wir brauchen vierte Staffel. Ich habe mir so ein Ding angeschaut, so ein, auch ein Podcast über ihn, mit ihm. So Hotel Matze heißt es. Shoutout Matze. Und da reden sie über ihn so weit und er ist ein verrückter Typ. Also. Ja, er ist so Urding. Er ist so ein bisschen wie die Rolle selber. So dieser Mafiosi, er sagt ein bisschen selber, dass er sich da sehr extrem reingedingst hat in diese Rolle. Er ist halt Urding. Er hat halt extrem ADHS. Ja? So, ja, er ist so einmal so ernst und er ist ur. Wenn du dir anschaust, du denkst, boah, er ist schon ein kranker Hund. Er ist schon ein kranker Hund. Und da haben sie halt darüber geredet, dass er. Es gab halt so auch fast, das habe ich nicht mitbekommen, aber dass er halt Beschwerden gab, dass er sich immer aufgeregt hat auf Sets und so Leute angeschrien hat und so weiter und so sehr, sehr hysterisch war. Und dann haben sie halt drüber geredet, dies und das, und dass er jetzt Therapie gegangen ist und so weiter und dass jetzt sich verbessert hat bei ihm und so weiter. Ja. Aber keine Ahnung, man. So, er ist auf jeden Fall ein sehr durchdringend. Ja, Mann. Es gibt auch Leute, vielleicht will er einfach nur das Beste rauskommen, als ich bin. Oder glaubst du, er ist wirklich ein verrückter Typ? Nein, ich glaube schon, dass er ist. Seiner Ansicht nach sehr perfektionistisch und er redet schon sehr so. Irgendwann mal, er redet halt so, er sagt so, ja, Gott sei Dank ist alles so gelaufen, dies, das, und dann sagt er auf einmal so, ja, so, wenn ich jetzt entscheiden müsste, vier Blocks hat mir nicht gut getan, ich würde es nicht machen. So, das ist Blödsinn, weißt du, weil er würde es 100% machen, weil ihn das gemacht hat zu dem, was er ist. Yeah. So, dies, das, in einem anderen Moment sagt er, ja, ich bin so Ding, diese ganzen Preise sind mir egal. So, würde ich jetzt einen Preis gewinnen, ich würde ihn nicht annehmen und so weiter. Und davor beschwert er sich, dass eine Sache, die er gemacht hat, keinen Preis bekommen hat, obwohl es die beste Serie war, weißt du? So, es ist so ein bisschen, er ist halt ein verrückter Typ, so, weißt du? Ja. Einmal so, einmal so. Und er redet auch so, was redet er noch? Er redet zum Beispiel, wie heißt dieser? Wastel. Ja. So, er ist so, ja, Wastel, dass er nicht so mehr Rollen kriegt und so weiter. Er ist so der perfekte Mafia-Typ, Pipapo. Stimmt aber irgendwie. Ey, seine Rolle spielt er danach perfekt. Nicht mehr Schauspielrollen hatte schon auch. Ey, seine Rolle spielt er perfekt in vier Blocks. Ja, vielleicht aber auch, weil er mehr auf Musik schaut. Kann sein. Droppt er viel Musik? Ich hab von Wastel seit Üf nichts mehr gehört, man. Ja, oh, er droppt eh. Ja, safe, oder? Ja, der gedroppt. Er droppt eh. Üf. Aber ja. So ein Banger, Mann. Das ist so das Ding bei ihm. Und jetzt kommt eh eine neue Serie raus. Ja? Die heißt. Habe ich eh gesehen, dieses. Wie heißt die? Hast du die schon angefangen? Testo. Schon? Testo, ja. Die ist noch nicht draußen. Kommt auf ZDF oder so. Und er hat so eine andere Serie aber auch, oder? Ja, irgend so eine Behind the Scenes mäßig. Ja, die habe ich geschaut auf Netflix. Wie heißt die? German Genius. Mhm. Da spielt das so mäßig so eine. Er spielt sich selber. Er spielt sich selber in einer Serie, in der er eine Serie macht, in der er sich selber spielt. Passt. So, über drei Dings. Ist, hast du geschaut? Ja, ich hab's geschaut. Ist gut? Ist okay. Ist gut. Ja. So, für deutsche Serie schon gut gemacht, so weiter. Da kommen so auch so deutsche Schauspieler und so weiter. Yeah. Das ist so mäßig so ein Nachmacher von so einer anderen Serie aus England. Der ist Special oder irgend sowas. Weiß nicht. Das ist geil nett, ja. Aber ja, aber er ist auf jeden Fall ein verrückter Typ. So, und jetzt geht er vielleicht in den Knast. Ich glaube, er wird eh nicht reingehen. Er wird das dribbeln, sicher. Zum Beispiel, was auch lustig war, er hat erzählt, wie er sich vorbereitet hat auf vier Blocks.
Und da hat er, es gibt so ein Buch, das heißt so 50 Gesetze der Macht. Irgend sowas? 50 oder 80? Weiß nicht. 80 schon viel. Ja, ich glaube glaub 50 so. Irgend sowas, 50 65. Gesetze der Macht. 60. 63. Und er sagt so, dies, das. Er so, ja, das habe ich die ganze Zeit gelesen, dies, das. Und deswegen konnte ich mich so gut reinversetzen. Und dies, das. Und dann sagt er so Beispiel, so, ja, dann habe ich so gemacht, so. Wenn ich, also, wenn mich, wenn jemand mit mir redet und ich höre, was er sagt, sage ich einfach, was er gesagt hat. So, obwohl er genau weiß, was er gesagt hat. Um das ist mäßig so den anderen verwirrt. Okay, ich muss auch das Buch lesen, dann. Und da sind solche Tricks so meist. Ja. Weißt, zum Beispiel, aber ich, wenn ich so, ich habe so zugehört, und dann ich als Rechtschef, wo du redest so mit jemandem, das ist so dieses Arrogante. Du hörst, was er sagt, und dann sagst du was. Aber du weißt ganz genau, was er gesagt hat, und dann schaust du, wie er nochmal. Und dadurch tust du den anderen aus dem Konzept bringen. Ja. Einfach Tricks. Er macht einfach Psychospielchen zum Spaß. Eigentlich, so was du erzählst, ist es so, als ob er ein bisschen Kanye-Züge hätte. Ja, extrem. So ein bisschen dieses Talent und Wahnsinn, so richtig nah. Ja, ja, genau, genau. Und er sagt auch so von sich selber so, ja, ich möchte der Verrückteste sein. Er sagt zum Beispiel, es gibt sowas, er sagt manche Sachen, die habe ich schon mal von ihm gehört. So, er sagt sie noch einmal da. Also wie heißt es? Kida. Also Kida muss die Eins sein. Kida muss verrückt sein. Kida muss das und das sein, weißt du? Er sagt so, er muss die Eins sein, er muss verrückt sein, dies und das. So wie Kanye. Wieso chillt er nicht einfach? Er ist schon 70 Jahre alt, Mann. Ich würde auch jetzt sagen, Bruder, wenn er so ein verrücktes Mindset hat und so exzessiv dahinter steht, dass er es schaffen muss und der Beste sein muss und keine Ahnung was, dann muss er richtig gestruggelt haben, wenn du überlegst, dass. Ja, ich weiß nicht, wie seine Karriere bis jetzt verlaufen ist, aber seinen großen Durchbruch hatte er erst spät. Vier Blocks, ja. Er hat dann gesagt, so, ja, vier Blocks ist das, ist das. Also davor hatte ich auch gute Filme. Stimmt ja auch. Ein bisschen wie Raff vom Dinge. Ja, ja, er ist sehr spät, aber er ist so richtig so crazy, der Typ. So. Also jeder muss mit mir rechnen. Dies und das ist. Ich bin der Beste und so. So ich kann mir vorstellen, dass er, wenn es lange nicht läuft, oder jeder weiß ja, dass es deine Karriere ist, dass es nicht läuft bei dir und dann du kriegst ja Krisen, weißt, Psychosen, dies, das. Ja, ja, aber. Und du wirst ja nervös langsam und dann, dadurch, dass es jetzt dann durchgeschafft hat, werden ihm wahrscheinlich alle schon gesagt haben, oha, du bist irgendeiner, dies, das, du schaffst es eh nicht. Ja, und jetzt, dass er es noch geschafft hat, jetzt ganz zum Schluss, unter Anführungszeichen. Ey, umso mehr. Umso mehr hat er wahrscheinlich ein bisschen Höhenflüge, unter Anführungszeichen. Aber ich feiere ihn. Ja. Er ist schon arg. Er ist urlustig, ihn auch so zuzuschauen. Er ist ein Charakter. Zum Beispiel, er wurde auch irgendwas angezeigt, weil er redet darüber, dass er am Set hin und wieder hysterisch wird und so weiter. Und dann, aber er sagt es so in einem Ton. Wie sagt er es und wie sagen es die anderen? So mäßig, die anderen sagen so, dass er so mäßig, jemand macht was falsch. Er zum Beispiel, er redet so unruhig ein bisschen. Hin und wieder hat er so seine Dinge, seine Momente. Aber er redet so unruhig und erklärt so, ja, dies und das. Und dann ist zum Beispiel sowas, so Kleinigkeiten wie, ich sage jemandem, er soll mir eine Cola Zero holen und sie kommt erst eine Stunde später. Und dann kriege ich die und dann ich zug aus. Und ich sage so, was soll die Scheiße, dies, das, pipapo, ich feuer dich, verschwinde, pipapo. Und dann mäßig, also ja, aber dann nach so einer Stunde oder so gehe ich dann wieder zu ihm hin und entschuldige mich, weißt du? Und dann so, dass er das so die ganze Zeit, so immer, so irgendwelche Kleinigkeiten passieren und er zuckt halt aus. Und das mehr und das. Das ist ein Soziopath, sagt, das packe ich gar nicht, ich hasse diese Menschen eigentlich, die, was wegen, ja, die wegen Kleinigkeiten auszucken. Jetzt steht vor, es passiert eine große Sache. Will er beginnen zu wehren oder was? Ey, und da sagt er halt so, das ist so oft gewesen und dass es halt nicht gut war. So, er sieht selber ein, dass es nicht gut war, dies und das, weil dieses Entschuldigen hat sich dann auch nichts mehr gebracht. Ob das sich jetzt wirklich geändert hat, seiner Ansicht, hat er gesagt, ja. So, er hat auch gesagt, zum Ende, nachdem er Therapie gemacht hat, pipapo, dass es dann viel besser war bei diesem Testo-Drehen und so weiter, dass sich dann alle in den Armen gelegen sind und so gesagt haben, das war super mit dir zu drehen und so weiter. Ob das stimmt, keine Ahnung. So lustig, dass wie du darüber redest, wie er so sich selber analysiert und so einen Scheiß. Er analysiert dieses Ding selber. Aber auch darüber redet, so ist komisch. Ja, aber er ist ein lustiger Kerl. Er redet zum Beispiel, das mit dem Supermarkt. Und dann sagt er so, ja, irgendwas war im Supermarkt. Und dann war seine Tochter dort, die ist so 23, irgend sowas. Und dann irgendwas ist passiert. Und dann ist er halt so reingekommen in den Laden und hat halt den Typen so zusammengeschissen und so pipapo. Und dann erzählt das halt so ruhig. Also ja, er hätte sich einfach nur entschuldigen müssen und pipapo, pipapo. Aber im Endeffekt, so wie er ist und so wie er mir rübergekommen ist, hat er so gemacht, als wäre er halt dieser Tony Amadi. Reingegangen in den Laden und gesagt, oh, was ist hier los, pipapo, so weißt du, so große Fresse, pipapo. Und dann ist halt Polizei gekommen und so ein Scheiß. Ey, was? Und dann er ist so ein bisschen, weiß nicht, ob er schon so war, aber diese Rolle hat ihm sicher so ein bisschen Eier gegeben. Es gibt ja so Typen, die so erzählen, die nach so einer Rolle komplett eine Identitätskrise haben. Ja.
Weil die so sehr in dieser Rolle waren, dass sie nicht mehr raus können von dieser Rolle. Ja, stell dir vor, du bist der Mann. Wer hat das gesagt? Irgendein amerikanischer Schauspieler, Mann. War das nicht dieser mit Joker? Ich weiß nicht. War das nicht Shia LaBeouf? Shia LaBeouf. Und dieser andere Typ? Dieser, wie heißt der? Punisher? War das nicht die? Das kann sein, ja. Weil ich weiß, dass einer in Therapie war. Irgendein Groß, ich habe vergessen, wer genau. Ja. Weil er war so sehr in dieser Serie schon drinnen, halt in diesem Charakter, dass er nicht mehr raus konnte. Ey, safe. Schön, er hat schon im Privaten begonnen, so zu reden und so. Wahrscheinlich ist das Ding auch genauso. Kann eh sein, kann ich mir vorstellen. Wenn das so deine Rolle ist und du dich so erst so, ich wollte dir den besten Mafiosi geben, machen, den es gibt. Und das du das auch länger machst. Und dann liest du noch dieses Buch, du bist die ganze Zeit in dieser Rolle, weißt du. Und dann fühlst du dich, du läufst durch Berlin, Leute kommen zu dir, wollen Fotos mit dir machen, weil du dieser, die kennen dich nur noch mehr wegen diesem Tony Hamadi. So. Und bei echten Namen, wie heißt du nochmal dieser? Ja, so, weißt du nicht, so den echten Namen ja, ist so, weiß nicht jeder. Und dann hat er drüber gesagt, dass so viele Leute nicht mehr so wegen dem gekannt haben, sondern wegen dem. Ja, sicher. Und ja, zum Beispiel sein Sohn hat auch, auf Insta heißt der Sohn von Tony Hamadi. Schaff alles? Ja. Ja. Wieso macht er sowas? Keine Ahnung, Mann. Ja, aber ich glaube, er fühlt das selber. So, also ich finde es eh cool, dass er das macht, so weiter. Und er sagt zum Beispiel über seinen Sohn, ja, mein Sohn lässt sich so nichts sagen. Er lässt sich von niemandem sagen, so. Ihm ist egal, wer was ist, und er feiert das über seinen Sohn, dass er sich von niemandem was sagen lässt. Das ist so, so als normaler Vater, weißt du, der sagt so, na Mann, so chill, bisschen Ding, bleib am Boden, der so, na, ich feiere das, weißt du, egal wer, es kann, sogar manchmal ist er zu mir so. Dann denke ich mir auch so kurz, so, hey, warte mal kurz, ich hab Respekt vor mir. Aber dann denkt er sich, aber nein, Mann, ich feiere, dass du in deiner Rolle bleibst und dass du. Org nicht. Ey. Er hat einfach keinen Respekt vor seinem eigenen Vater. Ja, keine Ahnung, okay. Du musst dir schon ab und zu was sagen lassen, das ist normal. Du musst ja mal reflektieren, was du machst, so weißt du, man? Ja, ja. Ja, aber. Das ist schön gesagt. Danke, Bra. Aber ist ein, das war so wie Chile und Abdi, die sagen auch so, weißt du, wenn sie was falsch machen, einer muss dann was sagen, weißt du, dass er was Falsches gemacht hat, so. Und viele können sich das nicht sagen lassen und deswegen stürzen die ab, diese Hänger. Und sein Sohn ist der Nächste. Na, keine Ahnung, nee, vielleicht hat er das falsch gesagt oder ich habe es falsch verstanden. Aber so habe ich es wahrgenommen vom Podcast her, wie er geredet hat. Aber nein, ist sehr stabil. Man sollte sich nicht von jedem was sagen lassen. So. Man kann. Ey, ey. Weil manche reden auch noch Dünnschiss, Bruder. Ey. Da musst du nichts mitnehmen. Sowieso. Aber so. Aber ich glaube, das große Ganze, ja, genau. Ich habe es schon enthalten. Aber ich glaube schon, dass er auch schwierig sein kann. So jemand, der immer auszieht und so weiter, mit dem kann nicht jeder. Mm-mm. Ich kann auch nicht so mit sowas. Überhaupt, wenn die beide so sind, Sohn und Vater. Eigentlich? Nein, ich meine jetzt allgemein, jetzt nicht so ein Vater, sondern nicht mal so, wenn du jetzt mit ihm zusammenarbeiten müsstest. Mhm. So. Ja, ich glaube, die meisten lassen sich einfach gefallen, weil sie denken sich, ja, ich brauche gerade diese Arbeit oder so. Und vielleicht hat er ihm das dieses Ding gegeben, dieses, weil er Tony Hamadi war, dass er jetzt mehr sagen kann und mehr dies und das. Kann ja auch sein, weißt du? Schwierig zu sagen. Ja, ich glaube schon, man verliert sich in seiner Rolle. Die machen das ja so 2-3 Jahre lang, weißt du? So eine Serie drehen sie ja urlang, oder? Sicher. Mhm. Die ganze Zeit. Ich denke deswegen, wenn du, glaube ich, jeden Tag diese Rolle spielst, irgendwann gehst du auch nach Hause und denkst, ja, das bist du einfach. Ey. Plus, sie haben eh irgendwas anderes, so eine andere Serie, die hieß, glaube ich, irgend sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass er bei einer Kanuno-Serie mitgespielt hat. Blutrache. Ja, plus, Bruder, das ist eine kulturell urrelevante Serie, so. Das ist ja fast auf Top-Niveau hier für uns, was ich meine. Deswegen, normales Abhebt. Genau. Was heißt normales Abhebt, aber ich glaube, es ist mehr, dass er durch den Fame oder durch die Anerkennung abhebt, als durch die Rolle, das war dass er reinversetzt hat in die Schauspielerei oder so. Das war so die erste deutsche Serie, die sich auch Jugendliche, halt so beispielsweise unsere Zielgruppe angeschaut hat. So. Und ja, das hat Älteren. Eine ganz neue Welt aufgemacht. Genau, weil davor, wer hat sich eine deutsche Serie angeschaut? Davor, kurz davor gab es diese Dogs of Berlin oder was? Ja, aber das war mit Sinan G, Bruder. War das nicht dann, oder danach? Ich glaube, das war kurz davor und dann kam 4 Blocks, weil 4 Blocks war dann nicer, oder nicht? 4 Blocks war 2017. Ich weiß gar nicht mehr. Es war sehr gleichzeitig so. Aber Dogs of Berlin war Dünnschiss. 4 Blocks waren? Nein, Dogs of Berlin ist ein Jahr später. Ein Jahr später, okay. Mensch, vielleicht ist dann die zweite Staffel danach gekommen. Kann auch sein. Das kann sein. Und vielleicht habe ich erst bei der zweiten Staffel geschaut. Aber die haben auf jeden Fall, 4 Blocks hat auf jeden Fall diesen Hype gemacht. Ja, diese Serien, diese Kriminellen und so weiter. Man, Dogs of Berlin haben sie geschaut? Ja. Da war der Anfang ein bisschen interessant, danach war es einfach unnötig, Bruder. Ja, ich habe nur so 3-4 Folgen angeschaut. Unnötig. Fand ich gar nicht gut. 4 Blocks war Welten besser. Auch die Geschichte war interessant einfach. Bei 4 Blocks. War Dogs of Berlin das mit diesem Fußball und sein Scheiß? Ja, ich glaube schon. War das das? Dass mit einem Fußball, der bezahlt wurde oder so, ein Scheiß. Ja, oder war das was ganz anderes? Nein, ich glaube schon. Doch. Wo sollte es sonst sein? Ja, das war eh das. Das ist die Frage. Wo sollte es sonst sein? Aber das ist eh das.
Er hat so 5 deutsche Filme, Serien angeschaut in seinem Leben. GZSZ. Mit immer den gleichen 3 Schauspielern, Mann. Schwer, er ist immer so ein Deutscher. Ja, dieser eine, der Polizist auch war bei Ding. 4 Blocks. Ah ja, der dann eine Kugel kassiert hat einfach. Ja, der ist immer dabei. Wie heißt der überhaupt? Dieser eine, der in jedem deutschen Schauspiel, in jedem deutschen Film überhaupt holt. Filialleiter bei Discounter. Der ist doch nicht. Ja. Der ist doch bei 4 Blocks auch dabei. Ja, aber er stirbt. Nicht bei Disco. Ja, aber er ist dabei. Gleich am Anfang. Ja, aber er ist da dabei. Aber das habe ich erst gerafft, nachdem ich es wieder geschaut habe vorletzten. Ich dachte mir, ich kenne ihn eh irgendwo und dann dachte ich mir so, heißt, wo kenne ich den Team? Ja, aber dann habe ich geschaut und dann Ding. Ja. Welcher? Welcher Schauspieler? Wie heißt der deutsche Schauspieler, der bei Dings, bei Oppenheimer dabei war? Ah, Schweighöfer. Schweighöfer, der ist auch in jedem Dings dabei. Aber der ist mittlerweile jetzt schon rübergegangen. Ja, der ist nicht mehr so dick. Der ist nicht mehr hier, glaube ich, so. Ja, er ist schon zu groß, deswegen. Dieser Fadi. Wenn ich jetzt google deutsche Schauspieler, ich wette, der Typ kommt in den ersten 3, Mann. Habt ihr The Last Kingdom geschaut? Auch Elias Mbarek und seine Scheiße. The Last Kingdom ist auch ein deutscher Schauspieler, der Hauptdarsteller. Ja. Aber er kann halt, glaube ich, kein Deutsch mehr. Kann kein Deutsch? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war einer, weißt du, der ist damals schon weggegangen. So. Zwischen Schweighöfer. Der Schweighöfer hat ja auch irgendeinen Skandal gehabt, dass er so Frauen belästigt und so. Wo viele hatten diesen Skandal eigentlich? Ja, weil jeder. Und vor allem diese Männer, die sind auch überconfident, weißt du, was ich meine? Mm. Du musst dir denken, diese Männer, was Frauen von denen wollen, das heißt, die denken, das ist doch normal, das mit Frauen zu machen, weißt du, ich meine? Kann ich sein. Ja, Frauen wollen von denen abstrakte Sachen wahrscheinlich, die sie von normalen Typen nicht wollen. Was meinst du? Ja, ich kann mir vorstellen, dass eine Frau, keine Ahnung, geiler auf Drake ist oder so, als auf irgendeinen Tobias, Bruder, weißt du, ich meine? Und dann kann Drake mit ihr in der ersten Nacht mehr Sachen machen, als Tobias, wenn er sie heiratet. Das ist hart. Mhm. Das ist das, was ich meine. Weil Drake hat Status. Und deswegen, Status. Dann, wenn Drake dann diese ganzen Kachis und so, Bruder, was die manche. Hast du das Video gesehen, was Grand Wizard gepostet hat, wo sie es mit dieser einen war? Bruder. Und Bruder, die sucht diese Gurke und so ein Scheiß. Ja. Lutschen, Bruder, mit. Und dann der Enkel oder so hat das angeschaut. Ihr Neffe oder so. Neffe oder so. Und schau, was er mit ihr machen kann. Glaubst du, das kann jeder mit ihr machen? Ja. Und das ist eigentlich, was er mit ihr macht, ist ja nicht normal so. Dass sie das mit sich machen lässt, bei einer normalen Frau ist das sexuelle Belästigung. Ja. Beziehungsweise. Und jetzt stell dir vor, Drake würde das mit der machen. Was würde sie für Drake machen? Ja, deswegen. Kein Wunder, dass sie alle Ding haben. Dann treffen die auch normale Frauen und haben direkt sexuelle Belästigung auf alles, Junge. Genau. Ja, die verlieren sich, die haben eine falsche Realität, weil Frauen von ihnen eine falsche Realität aufdrängen. Und dieser Til Schweighöfer, der war ja der größte Schauspieler in Deutschland. Ja. Der größte, was? Das kann ich mir schon vorstellen, dass wenn eine Frau nur kurz nett zu ihm ist oder irgend sowas, oder allgemein einfach so, dass du denkst, ja komm, hör mir auf, sowas. Ich glaube, die sind eh krank alle, Mann. Ich glaube, wenn du irgendwann zu erfolgreich bist, du wirst immer crazy einfach im Kopf. Kann sein. So dieser Luke Mockridge oder so, dieser Comedian-Dings. Was ist bei dem passiert eigentlich? Der hat ja auch nicht ganz verstanden. Ich habe auch nicht so angeschaut, aber der hat auch irgendeinen Kanal gehabt. So. Aber da war es irgendwie mit seiner Freundin. Da ging es darum, dass er seine Freundin belästigt hat. Hm? Ich weiß nicht. Angeblich, da gab es nie so wirklich hundertprozentige Beweise, soviel ich weiß. Ich habe nicht mehr mich juckt das nicht so, ich habe nicht angeschaut. Deswegen und, kann ich das nicht der sagen. Der Typ mit blauem Hintergrund. So. Ich habe mir das nicht so angeschaut bei diesem Luke Mockridge. Blau, ja, der ist über Frederik Lau. Ja, den kennst du. Ah, ja. Jeder kennt ihn. Der ist auch verrückter. Frederik Lau. Der ist auch ein verrückter Hund. Da habe ich mir auch einen Podcast über ihn angeschaut. Der war auch so, er hat so jetzt aufgehört zu trinken und so weiter. Er ist so. Der spielt aber auch immer diese Rollen. Genau solche. Ja. Genau so verrückte Hunde. Er spielt passt immer solche Hänger. Er spielt immer irgendwelche Alkoholiker und sowas. Das passt auch so Low-Key-Alkoholiker. Ja, und er hat auch gesagt in diesem Podcast so, ja, bei ihm war das Problem nicht so oft, dass er zu viel trinkt, sondern dass, wenn er trinkt, zu viel trinkt. Ja. Weißt du, dass er sich einfach kaputt soll. Ja. Und so immer Party, pio. Und das war halt bei ihm das Problem. Und dass er jetzt so ein bisschen ruhiger geworden ist. Das waren die Schlimmsten, oder? Und dann sagt er so mäßig so, ja, ich habe immer so, wie hat was gesagt, Hummel im Arsch. So, er muss immer irgendwas machen, so irgendwas, er ist so hektisch und so. Ja. So wie die Rolle bei 4 Blocks. So ist er halt so in echt so. Die haben alle perfekte Rolle einfach. Ja, die haben einfach sich selber gespielt, gefühlt. Das ist ja fast immer so, man. Ja, und das ist so, auch diesen eine, was wir angeschaut haben, diesen einen Film. Mhm. Was war das für ein Film? Da war so ganze, einfach One-Night-Stands. Also ja, so ganze One-Night-Stands, Trinkparty, dies und das, weißt du? Abgefuckt einfach. Ja, wie man. Ja, ich glaube, wenn du irgendwann Fame bist, über diesen Jahr Schauspieler Fame ist wieder was anderes. Dadurch, glaube ich, du wirst überall eingeladen einfach, so ganzen Partys und so. Ja, sicher. Ich habe irgendwann gestern noch crazy, es ist einfach so. Sicher, jeder, der so verrückte Partys macht und so gut behandelt. Weil Rapper Fame und Schauspieler Fame ist ja ein Weltenunterschied so.
Ja. Schauspieler, du bist in dieser Elite. Du bist so, ja, du bist ganz andere Schiene so. Weil jeder schaut einen Film. Genau. Jeder schaut einen Film. Du bist in dieser Elite, weißt du? Und Rapper freuen sich, wenn ein Schauspieler kommt. Ja. Umgekehrt vielleicht auch, aber nicht, das ist nicht so. Ob es halt dein Favorite ist, so nicht. So krank, weißt du so? Zum Beispiel, das ist crazy sicher, wenn du Schauspieler bist. So. Jeder kennt Rapper, aber wenn Schauspieler kommt, das ist so, wow, so weißt du? Rapper sind wie mehr greifbar als Schauspieler. Ja, weil einen guten Schauspieler gibt es ja nicht so oft, einen extrem guten so. Der ist ja selten. Ja, jetzt auch. Es ist mir aufgefallen, dass in letzter Zeit so keine legendären Artists rauskommen oder irgend sowas. Weil oder keine legendären Alben, ja, keine legendären Songs überhaupt. Weil die ganzen Schauspieler jetzt, du musst überlegen, halt nicht jetzt, aber viele sind so einer Serie gut und danach verschwinden sie irgendwie. Mhm. Ja. Wenn du schaust, Leonardo DiCaprio. Wow. Crazy. Der ist ja seit Jahren konstant. Zum Beispiel wer ist der größte Rapper? Drake. Ja. Wird jetzt Drake hierher kommen oder Leonardo DiCaprio? Oder Drake wäre für uns persönlich kranker. Aber irgendwie wäre es abstrakter, wenn Leonardo daherkommen würde. Das wäre verrückt. Leonardo wär verrückt. Ist auf jeden Fall. Das ist so wie Drake. Und er ist zehnmal größer. Ey, aber er ist zehnmal größer. Persönlich gesehen feiere ich zum Beispiel Drake mehr. Sicher. So. Ja, sicher, weil aber wir sind Leonardo wäre verrückter einfach. Das wäre so wie, in welcher Welt, so weißt du? Drake ist halt mehr relatable. Aber dann mit Donald Trump da, wer war Ärger? Trump? Leonardo. Trump oder wer? Oder Leonardo DiCaprio? Leonardo. DiCaprio. Ich sag der, ich glaube Trump, weil Trump ist einfach Politiker. Ah, irgendwie, ich schätze talentierte Menschen immer irgendwie auf ein anderes Level. Er ist auch talentiert, er kann lügen und so. Ich weiß, aber ich weiß nicht, Kunst. Betrügertalent. Ah, Kunst ist für mich irgendwie immer... Ding. Kunst ist irgendwie untouchable. Würde ich mit Trump so jetzt so gegen ihm halt so Hallo sagen und sowas, wäre es nicht so krass wie mit Leonardo. Leonardo wäre verrückt. Ich sag dir ehrlich, für mich sind Künstler sind über normalen Menschen, weil die haben halt wirklich etwas, was kein anderer hat so. Ja, stimmt auch wieder. Weil auch als Schauspieler musst du auch so eine Aura haben, einfach so. Bruder, ich kann nicht. Keiner von uns kann diese Filme spielen, die er spielt, weißt du? Ja, außer Titanic. Du. Er nimmt den Film. Aber weißt du, was ich meine? Du musst auch eine Aura haben. So. Du musst. Boah, Titanic. Nein, Titanic. Schauspieler ist eh crazy, man. Ja. Du musst einfach ein anderer Mensch sein. Du musst halt ein Motherfucker halt sein, weil damit du ein Motherfucker spielen kannst, musst du es auch sein. Ich glaube, jede Rolle, die du gut spielen kannst, ist auch ein Teil von dir irgendwie. Du musst verrückt sein, ein bisschen. Würdet ihr annehmen, beispielsweise irgendeine deutsche Serie sagt, ja, willst du mitspielen? Ja, safe. Du musst Schwanz lutschen. Nein, Spaß, aber. Diese, so wie Tom Holland will ich nicht annehmen. Nein. So normale Serie. So, ja. So vier Blogs, rechte Hand von Tony Hamadio, so urstabile Charakter. Ja, irgendwie. Du stellst vor, so Trainingsanzug, du bist so in Serie, weißt du? Du spielst Dings. Du bist Buchmann. Godfather. Du machst so Dinge, du machst die Rechnungen, weißt du? Ja, er bringt dir das Geld und so, ja, die ist da. Du hast so eine kurze, du hast immer so kurze Stellen. Aber so diese guten Stellen, so, wo man sich so merkt mäßig. Ja, das Schauspieler. Krank. Ja, Schauspieler. Du hast auch gute Rollen, weil du hast ein bisschen, bei Schauspieler hast du weniger deine eigene Zukunft halt in der Hand als jetzt zum Beispiel ein Rapper oder so, weiß ich mein. Dein eigenes Image, sagen wir mal so. Ja. Weil du kriegst halt die Filme und du nimmst, was du kriegst. Aber das Problem ist, irgendwie, weißt außer du bist urgroß, glaube ich, kann man selber Filme machen. Aber sogar dann, als entweder du kriegst die Rolle oder nicht, aber du machst den Song oder du machst ihn nicht. So, Song machst du irgendwo selber, weil der muss ankommen, dies, das. Aber geht leichter noch. Ja, das ist mehr in der eigenen Hand. Ja. Aber ich irgendwie glaube, dein Erfolg. Im deutschsprachigen Raum ist es besser, Rapper zu sein finanziell. Ja, ich glaube schon. Weil Schauspieler, du musst dir vorstellen, wie viel kriegt man da? Fünf oder so, die man kennt vor allem. Ey, erstens das plus zum Beispiel dieser Ding. So, oder glaubst du wirklich? Aber wohl Rap, ich glaube nicht. Man. Sicher. Schauspieler glaub, safe besser. Schau, wie viel glaubst du, hat er bekommen? Wie viele verdienen so mit Rap ihr Geld und wie viele mit Schauspielerei? Ja, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, Schauspieler bist in Deutschland, schau mal, wie viel hat er für vier Blogs bekommen? Was glaubst du? Fix krank, weil du musst überlegen, die hatten ja TNT-Serie, dann sind sie auf Prime Young, jetzt auf Netflix, dann auf Fernseher. Ja, ich wette, er hat für Werbung mehr bekommen als für die Serie, kann ich mir vorstellen. Die haben fix Behinder bezahlt. Das ist erst nur Schauspieler, er ist nicht Produzent von der Serie. Ja, aber trotzdem, Hauptdarsteller kriegt fix Behinder bezahlt. Ja, okay, dann kriegst du, sagen wir mal, du kriegst einen Betrag, du kriegst ja immer pro Staffel bezahlt. Das ist ja so wie in Hollywood. Aber jetzt bekommt er Fette. Mäßig, wenn er jetzt eine vierte Staffel trennen würde, dann würde er Fette Geld kriegen. Dritte auch schon sicher. Aber es geht darum, wie der Vertrag ist, so. Man weiß nie, was er im Vertrag hat. Ja, aber ich glaube nicht, dass du Prozente kriegst. Da musst du schon ein großer Schauspieler sein, dass du irgendwo hingehst, dass du sagst, aushandeln kannst, so, ja, ich krieg Prozente von dem, wie erfolgreich er sein wird. Nee, warum sollte ich irgendjemandem Prozente geben? Für seine ersten Rolle? Ja, kann auch sein, ja, das ist wenn du jetzt, sag mal, ehrlich.
Du kriegst sicher gutes Geld. Du lebst sicher gutes Leben, weißt du? Wahrscheinlich irgendeine Prämie oder so. Wenn die Serie krank wird, kriegt man wahrscheinlich so eine Prämie oder so. Ich habe gar keine Ahnung. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, so wie das ist. Weil die verdienen auch so. Weil dort in Amerika ist ja auch so, die kriegen so Schauspieler, sagen wir mal so eine Hauptrolle, großer Film, und du bist unbekannt, kriegst du vielleicht eine Million. Obwohl es ein Film ist, der hunderte Millionen macht, weißt du? Wenn du berühmter bist, kriegst du dann ja so 20 Millionen, sowas. Aber das Ding ist halt, du kriegst Millionen. Halt das Geld und du kriegst halt sehr cloud-mäßig so. Du kannst daraus was machen. Aber stell dir vor, du machst diesen einen Film, kriegst eine Million und dann noch nie wieder was. Zach. Das ist Zach. Aber trotzdem nice. Eine Million bekommen, was? Eine Million mehr oder weniger, was? Im Nachhinein. Safe, was? Wollen wir fragen? Ja. Werbung. Abonnieren. Addieren. Like, kommentieren. Abonnieren. Spotify abchecken. Abonnieren. Wie würdet ihr versuchen, einem Kidnapper zu entkommen? Schwere Frage. Wie? Ich lass mich mitnehmen. Wie hat er mich gecatcht? Wie hat er sich gecatcht? Kommt drauf an, was er hat. Eine Waffe. Bin ich eingesperrt wie Natascha Kampusch? Ja. Boah, ich knock ihn tot, Bruder. Ich warte auf diesen Klick-Moment. Du bist gefesselt auf einen Sessel. Klassiker. Du bist gefesselt auf einen Sessel. Wie kommst du raus? Ich bin gefesselt. So, ich breche meinen Daumen. Zeig mal vor. Klack. Kurz. Zeig mal vor. Ich breche meinen Daumen. Dann komme ich durch. So von hinten. Und dann, wenn er reinkommt. Wie? Weißt du, ich breche ihn bla, dann mich ja so, gell? Ja. Ich mache, weißt du, ich schaue, was nehmen kann. Irgendwas Spitzes. Nehme ich hinten, so nach hinten. Dann, wenn er reinkommt, er kommt ja immer näher. So sag ich, weißt du, dann sage ich so, weißt du, hast du Bock? Er denkt sich so, ja, wieso nicht? Er kommt näher. Hast du Bock? Ich stehe ihn tot, Bruder. Hast du Bock? Ich glaub, was? Ja, wenn er mich entführt, dann will er mich sicher haben, oder? Ja. Das war hast du Bock? Und dann stichst du ihn, oder was? Ja. Stichst ihn. Aber richtig, so 90 Stiche, so. 50 in Hals, 60 am Bauch. Du stichst ihn, oder was? Ich stich ihn tot. Also, no homo. Bruder. Ich stech ihn tot, Bruder. Na, wieso nicht, oder? Ist denn du? Ohne Messer, aber. Naja, was Spitzes. Ich hab ja gesagt, was Spitzes so hier. Ach so, na, Burschen. Ich hab gesagt, ich suche was Spitzes. Ja, ey. Nicht mein Dödel, ja. Nicht der unten drauf. Der ist nicht spitz, ja. Der ist stumpf. Und danach stehe ich ihn tot, ja. Ich kann auch damit stechen, gell, aber weißt du, such das aus. Mann, ja, aber sonst, das würdest du auch machen, oder nicht? Ja. Was ist in Area 51 versteckt? Ach so. Was ist leicht? Ja, keine Ahnung, mich fetzen mit dem Versuch. Stechen? Was willst du fetzen? Du musst ihn misshandeln. Ja, du weißt eh schon, was du machst, Alter, aber hey. Bruder. Ja, schwierig zu sagen, du musst spezifischer. Was für ein Szenario? Damit ich weiß, wie ich fliehen kann. Genau so, du bist an den Sessel, genau so. Wie ich gesagt habe, Natascha Kampusch gefesselt. Ja, wahrscheinlich auch irgendwas so. Keine Ahnung. Deswegen, nächste Frage. Ja. Was ist in Area 51 versteckt? Alien. Ich glaube nichts. Stell dir vor. Ich glaube nichts, das ist Ablenkung. Das ist so ein Projekt wie bei Oppenheimer. Aber vor was? Vielleicht. Vor was? Ablenkung? Ja, vor so Alien-Kram und so. Fliegende Ziegen. Fliegende Ziegen, so wissenschaftliche. Irgendwas passiert da. Ich kann mir vorstellen, dass so Leute entführen und Sachen an den testen und so. Das ist wahrscheinlich so ein medizinisches Zentrum. Deswegen, und wahrscheinlich machen die Leute dort so Meier, dass irgendwann mal so irgendwelche Junkies rauskommen sind oder sowas, die halt richtig Meier ausgeschaut haben. Und seitdem denken sie, was denn, nennen die halt Aliens? Keine Ahnung. Nein, ich glaube. Ich könnte mir vorstellen. Oder sagen wir nur ein privater Platz zum Party machen einfach. Da geht die Elite hin und macht ein Party. Puff. Ja, das geht auch. Area 51. Ja. Schwierig zu sagen, aber da gibt es sich irgendwas. Ja, aber diese Menschen, die sich damit befassen. Area 69. Burschen. Boah, Burschen. Den Stripclub kannst du nennen. Area 69. Glaubt ihr, es werden ja urviele Kinder entführt. Und es wird ja nie aufgeklärt. Und es ist nie eine große Sache. Glaubst du, der Staat so in Amerika und so entführt auch Kinder und macht so dann Experimente an denen? Und mäßig so, es wird nie verfolgt oder es wird nie so groß gemacht. Safe. Es werden ja viele so was Leute, denkt man sich weil es verschwinden alleine, Leute.
allein schon, was in Ding abgeht jetzt, Israel und Ding, ja, was sie mit Kindern machen, ist das öffentlich. Mhm. Ich stelle vor, nicht öffentlich, was passiert da. Facts. Ja. Weil ich denke mir mal, wenn du Menschen entführst, was machst du mit denen? So, hä? Ich habe dich jetzt mitgenommen und jetzt? Was ist, was der Sinn davon? Ich verstehe nicht. Quälen oder so. Oder? Macht oder so, ja. Aber auf Haustierbasis oder so. Du kaufst auch einen Hund von Dingen und da hast du einen Hund zu Hause. Und? Ja, dann kauf ich mir einen Menschen. Halt. Das ist ein, ja, die Schwarzmarkt ist offen. Na, aber ich weiß nicht, ich check das nicht so. Ja. Weil ich habe dich dann entführt, so, du bist mein Hund, aber dann, was ist so? Ich verstehe nicht den Sinn so, ich sag dir ganz ehrlich. So. Ja, satanistischer Sinn. So, foltern, töten, sowas. Ah, nee. Jeder hat da seine eigenen Dinge. Vielleicht muss das mal auch versuchen. Ich weiß nicht, ja, weißt du, immer probieren geht über studieren. Ja, ja, ja. Vielleicht einfach mal, weißt du, Bus nehmen. Einfach mal einen Onkel mitnehmen. Onkel? Ich nehme meinen Onkel. Oh, chill. Ja, so, Junge, was machst du? Ich muss probieren. Ich muss was testen. Experiment, Selbstexperiment. Und dann ist es so raus nach so 2 Monaten, Alter. Boah, sehr wild. Aber dein Onkel, man kennt. Mann, Alter. Nein, lass mal. Er erzählt zu jedem, was ihn entführt, aber niemand glaubt. Ehrlich? Also was laberst du? Das ist mein Experiment. Dann glauben alle, er ist krank, obwohl er nicht krank ist. Ja, das so. Danach tue ich das erforschen. Oh, Psycho-Scheiße. Und dann jedes Mal, wenn ihr so bei Familienfeier seid, ihr schaut so durchs Zimmer, weißt du, ihr habt so Augenkontakt. Er vermeidet sowas. Nein, er kriegt immer PTSD. Und dann ich pack ihn so. Pff, nein, Spaß. So, Onkel, was ist los? Wie meinst du? Würdet ihr 5 Jahre eures Lebens gegen 100.000 tauschen? 100.000? 100.000 war hier, das ist ja nicht... Seit 100 Millionen, okay, hat. 5.000? 100.000. 5 Jahre, 100.000. Ja, das ist verrückt. 100 Millionen? Okay, machen wir einen anderen Betrag. Sagen wir 1 Million. 1 Million. Aber 100.000 Eine Million. 100.000 machen wir doch in 5 Jahren. Sicher. Das machst du in 2 Jahren. Ja, locker. Deswegen. Na. Eine Million. 1 Million für 5 Jahre? Na. Was machst du denn? Sterbenmäßig? Würdest du die nächsten 5 Jahre für 1 Million eintauschen? Na. Zu wenig. Zu wenig. Wenn ich Glück habe, ich mache nächstes Jahr 1 Million, weißt du, wenn ich Glück habe. So. Ja. In den nächsten 5 Jahren. Ich würde es mir auf jeden Fall überlegen. Na, 1 Million fix nichts. So. Nein, das ist nix. Bei 10 würde ich mir denken, Jahre. So, okay. Da bin ich 27. Hab 1 Million. Ja, 1 Million, Bruder. 10 auf Millionen wieder was anderes. Wenn ich 10 Millionen habe, dann okay, kann man starten. 1 Million wird ja immer irgendwann weg sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit 27 eine Million habe, ist nicht so hoch, man sagt ehrlich. Ja, aber 5 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Wenn du in fünf Jahren ordentlich machst. Aber wenn, sagen wir jetzt diese 5 Jahre, sagen wir, du hustlest durch dies, das, ein paar Erinnerungen würdest du jetzt halt nicht haben, aber danach hast du diese 1 Million. Dann startest du mit 27 mit fix 1 Million. Ich nehme diese 1 Million für 5 Jahre. Ich bin überzeugt von mir selber, dass ich das schneller mache. Ja. Wenn du selbstständig bist und das ordentlich machst, locker. Locker ist nicht. Doch. Es ist schwer, aber es ist möglich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Wie viel sitzt man für Drogenhandel? Kommt an, welche Droge, glaube ich. Das ist eine interessante Frage. Es kommt, glaube ich, auch Kontext an, ob du vorbestraft bist oder so. Ohne Vorbestrafung. Boah, ich weiß gar nicht. Ja, wie kommt drauf an, wie viel? Viel. Passt. Ja, ich glaube, für Schnee kommst du lange rein. Was heißt lange? 5 Jahre? Ja, ich glaube mehr, oder? Wenn du mit mehreren Kilos erwischt wirst. Mehr? Als 5 Jahre? Fix sogar. Wenn du mit Schnee erwischt wirst, das ist ja Körperverletzung, Bruder. Du bringst den Menschen damit um. Ja, aber trotzdem ist eine Droge, ist ja... Vielleicht ein 10er? 10 Jahre. Ich kann gar nicht einschätzen, für Schnee, mehrere Kilos. Ja, das kannst du nicht einfach so sagen, du brauchst ja genau, jetzt musst du mir jetzt Kilo sagen. Genau, man weiß halt nicht, wie das ist. Wie lange bräuchte man, um 1 Million zu verdienen im Schnee? Ich glaube nicht lange. Wenn du die Connection hast und das Zeug hast, dann geht das schnell. Und das ist dann ja nicht so viel, dass du sitzt für so viel, oder? Boah, ich glaube, ab einem Kilo ist schon lange, glaube ich. Weil ich glaube, bei Gras ist, glaube ich, nie so lange. Ja. Aber ich glaube, bei Schnee ist sicher. Oder Heroin oder so ein Scheiß. Ja. Opium oder so. Wie kommt man überhaupt an Heroin? Opium ist Heroin. Afghanistan. Wird viel Heroin konsumiert in Wien? Ich glaube schon, aber das ist so richtig... Das hält jeder undercover, glaube ich. Das erzählt niemand weiter. Heroin ist schon crazy. Ja. Wenn du selber du hörst, jemand hat Heroin genommen. Glaubst du, ihr kennt einen, der das nimmt? Ich glaube nicht. Ich glaube schon, sicher. Irgendeiner muss es nehmen.
den ich kenne. Glaubst du? Weil ich kenne, irgendeiner nimmt Gras, irgendeiner zieht. Dann muss auch einer das nehmen. Ja, okay, ziehen und Gras, was anderes. Aber, oder Crystal. Glaubst du, ihr kennt jemanden, der Crystal? Safe, es gibt, irgendeiner muss nehmen. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört überhaupt. Das ist kein Crystal Thema gerade so. Ja. Ja, das ist so. Das wird ja konsumiert. Aber wer konsumiert den Scheiß? Einer muss es konsumieren, ja. Heroin. Ich denke mir das immer. Diese ganzen harten Drogen, die sind ja im Umlauf und da wird ja Geld verdient damit. Ich denke mir das die ganze Zeit. Es muss wer nehmen. Du musst aber halt auch nur wenig verkaufen, um viel zu machen, weißt du? Ja, aber kennt ihr überhaupt jemanden, wo ihr gehört habt, dass er irgendwann mal irgend sowas verkauft hat? Hey, ich denke schon, ich kenne einen. Ja? Aber ich habe keinen Kontakt mehr mit denen, aber der hat fix mal getestet oder ist abhängig oder irgendeinen Scheiß. Ja? Muss. Wenn der nicht ist, dann ist niemand auf dieser Welt. Okay. Schau dir den Bruder. Bester Mann. Wenn nicht du. Irgendjemand muss es machen, weißt du? Safe. Einer, den wir kennen, mit das Fix. Mach dein Ding. Ohne das Schlechte gibt es kein Gutes, weißt du? Deswegen. Wir brauchen euch, Junkies. Na, ein Bekannter so, den man läufig kennt oder so, sicher, glaube ich. Aber ich glaube, Crystal ist noch wahrscheinlicher als Heroin. Weil Heroin, das ist so, du musst eine Spritze nehmen. Hast im das Leben, du das im Leben, wieso machst du diesen Schritt? Na, Mann. Deine Sorgen zu vergessen. Ja, ich weiß eh, aber was. Ja. Ich beispielsweise. Ja. Das fix Uhr, das ist ja so. Das ist ja urepisch für die so. Die müssen das so schnieren. Ja, das ist so Uhr. Und dann geht's los. Das fix Uhr epischer Kick. Wieso? Dann musst du das noch aufnehmen. Da schon. Ja. Crazy. Das ist ein Lifestyle, jo. Crystal, das ist ja so, ist ja wie Rauchen. Ja, so, ja. Theoretisch gesehen, jemand kann dir das geben, sagt, rauch, mach einen Zug. So, du machst so zu. Und das macht ja auch gleich ab. Und das war's mit dir. Und das war's mit dir. Okay, aber Heroin. Das ist ja, du musst aufwärmen, abbinden. Das ist urepisch. Na, das ist so. Das ist eine Operation fast. Ja, das ist so, ey, du nimmst keine Drogen mehr, du injizierst dir was. Ja, das ist schon wild. Oder wenn sie dann hier spritzt noch. Ja, weil schon da Maya ist und so. Diese Schwelle zu überschreiten, dass du dir jetzt was spritzt, damit es dir gut geht. Sowas, nicht damit es dir gut geht, sondern damit du so einen Kick bekommst, ist crazy. Nur so ein kurzer. Weißt du, weil theoretisch was ziehen, das geht schnell so vom Ding weg, weißt du? Du nimmst schnell einen Zug, das geht schnell. Das rotzt du weg und weiter geht. Aber das Ganze abbinden und so, weil, kennst du das, diese Vorbereitung, bevor du die Spritze bekommst oder Blutabnahme? Ja, das ist schon episch. Ja, das ist schon. Zum Beispiel damals, wo dieser Krieg war, Amerika, gegen Thailänder? Vietnam? Vietnam. Da haben die ja Vietnam, da haben sie ja Opium geraucht. Ja, wie die Nazis auch, die Soldaten. Ey, da haben sie Opium geraucht. So, da rauchen die das, weißt du, da gab es so Kammern, da gehst du hin, so Räume, und rauchen die so. Im Krieg. Und dann rauchst du keine Frucht Opium. Hast, Opium rauchen ist dann wieder das Rauchen, das ist nicht so hart. Nee, aber Spritzen. Dich Bock auf Krieg, wozu du gehst, so, man, du denkst, du bist im Spiel, weißt du. Ob du stirbst oder nicht, wurscht. Weil ich glaub, du machst dein Ding. Weißt du, was ich meine? Irgendwann musst du konsumieren. Das geht bei den Soldaten sicher so. Zack, zack, du bist Punkt zu, du gehst da durch, du machst dein Ding. Du denkst, das macht dir auf einmal Spaß. Krieg kann ich mir vorstellen. Nein, im Krieg, wenn du auf Drogen bist, bei dem einen oder anderen. Verrückt. Was würdet ihr nehmen? Opium oder Schnee im Krieg? Ich würde das, was mich beruhigt. Ich würde safe rauchen im Krieg. Ich glaube, ich würde ziehen. Zigaretten aber. Nein. Ich würde alles. Ja, Zigaretten das sowieso. Boah, ich würde zerfetzen, während ich da schiebe. Weil das ist dann so mäßig so. Was macht man sonst, man? Du bist so im Krieg, so, weißt so. Das du. Du kannst sterben jeden Tag. Das ist der Urweib sicher. Du bist vom Sitzen. Da ist es so wurscht. Du gehst nach oben. Das ist so das ja, Einzige, was dir so irgendwas. Was du hast. Ja. Vergnügen, sowas. Ja. Urlustig sein. Das kommt fix wieder. Du kommst an nichts, aber eine Zigarette bekommst du immer. Ja, diese Zigarette Gesellschaft, man. Zigarette und Alkohol gibt's immer. Ja. Boah, immer diese Kriegsfilme. Das schaut immer episch aus, wenn die dann so verletzt liegen. Dann Chef, du bist noch so. Aber stell dir vor, du rauchst Zigarette und deswegen sieht dich jemand wegen dem Rauch. Das haben wir ja im Bundesheer gesehen, diese mit in der Nacht, man kann diese Flamme sehen nur. Nachtsichtgerät schon flashig. Ja, hast du das benutzt? Weil einer, das ist schon flashig. Wo wir diesen Feldtag hatten, einer war ganz hinten so und wir wollten testen, weißt du? Ja. Wir schauen so durch, er hat keine Chick an, man sieht nicht so. Ja. Oh, er macht die Chick an, man sieht nur dieses Feuer. Da vorne da, das Feuer und diesen Rauch ein bisschen. Ja. Oh, wie schnell das eigentlich geht so. Buff. Er raucht so von. Urmeisch, wo du willst gerade deinen letzten Chick rauchen, so. Oha, genau, wo du anmachst, Kopfschuss. Urmeier, todsicher. Extrem Meier. Naja. Aber wenigstens stirbst du dann glücklich, weißt du? Ja. Du dachtest, du rauchst gleich einen Chick. Jein.
Wenn du die Chick schon, dieser Zug, ja. Aber stell dir vor, du bist genau dieser Moment davor, dieser Moment, bevor du sie in den Mund nimmst, no homo. Ah, da bist du auch happy. Und da bist du hier glücklich. Und dann genau dann geht der Schuss rein. Boah. Ich kann mir schon vorstellen, du bist so ein ganzer Tag, dass du setzt dich endlich hin und dann rauchst du eine Zigarette. Safe krank. Und zischt ein Bier. Da vergeht doch kein ganzer Tag, bevor du die Zigarette nimmst. Eh nicht, da muss so mäßig, das ist diese... Ja, ich weiß schon. Im Waffenhagel, da rauchst du die heute schon. Mäßig. Ey, so mäßig, es ballert die ganze Zeit, das Erste, was du machst, so fuck. Ich glaube, das dann wartest du und sie schießen und du rauchst und dann schickst du so. Das entspannt dich, dass du dich hier so, das ist so ein, kleiner Moment, der dich so kurz beruhigt. So. Das kann sein, ja. Und stell dir vor, du bist so an der Front, alle laufen los, du laufst auch los. Und dann, wenn alle loslaufen, wenn einer. Du siehst erstmal eine Zigarette. Dann laufst du auf die Seite, weißt du? Laufst du in den Wald einfach. Ich würde es selber machen. Du hast eine Zigarette und schießt dann ein dort, man sieht wieder alle Meier, Alter. Ich sag dir, wenn die mir sagen, Front an Front, gell, wir müssen jetzt, weißt du, als erstes weiterlaufen. Oder Bruder. Oder ich bin weg, was seht ihr mich, Alter? Wo ich würde erstmal machen, die laufen weg, ja, ich tue Schuhe binden und danach tue ich stolpern angeblich, ich bin tot, ich lieg dort, dann warte ich, bin ein bisschen, weil sie sich umbringen und so, danach gehe ich hin. Taktik. Kann ich gleich so sterben gehen, Bruder. Ab geht's so weiter. Ja, die soll mal hingehen, weißt du. Ich glaube, es geht halt vorderster Front, Bruder. Das funktioniert. Vorderster Front, du stirbst dort einfach. Ja. Wenn ihr pushen müsst, so. Ja. Stell dir vor, du läufst in du siehst einfach Panzer, Bruder. Ja, aber stell dir vor, du bist so in einem Ding und du musst laufen. Das muss so ein Moment sein, eigentlich. Ja, aber du realisierst so, ich bin jetzt hier. Du bist hier um diese Ecke, gell? Und du willst gerade laufen, auf einmal Panzer, diese scheiß Stange ist einfach vor dir, Bruder. Glizzy in dein Gesicht. Bruder, einfach Glizzy, Bruder. Fetteste Glizzy in dein Gesicht, das ist vorbei. Das wäre zart, Mann. Ja, es gibt ja auch diese Filme, wo dann auf einmal mäßig sie bomben und du musst halt weg. So mäßig, du musst angreifen, so, weil sonst, es ist der einzige Weg, ist nach vorne. Aber ich würde immer schauen, dass einer vor mir ist. So. Ja, aber was, wenn er dann tot ist, dann bist du vorne. Nein, weil er bleib gut stehen. Schau kurz, wann der nächste kommt, weißt du? Ich zieh mit. Weil wenn er schon tot ist, dann er muss mehr beschützen. Aber wenn dann Bomben kommen, also es geht zu viel ab. Du siehst ja in diesen Filmen, dann auf einmal da kommt Bombe, duf, einer wird gesprengt. So, du läufst so auf Seite, du bist woanders. Weil wenn dort eine Bombe fällt, dann ist unwahrscheinlich, dass da nochmal eine Bombe fällt. Stimmt. Aber nein. Ich warte, bis mein Homie umbringen, dann geht über. Weißt du wieso? Wenn es Flugzeug, oh ja. Aber wenn sie so mit diesen normalen, wie heißen die, Raketenwerfer, der ist in eine Richtung gezielt. Aber die schießen ja meistens einmal dahin. Nein. Und tun dann, fahren ja dann weiter und dann schießen sie weiter. Nein, sie schießen ja manchmal zweimal. So einmal, wumm, schieß, wumm, nochmal, wumm, schieß, wumm. Ja, wenn dort irgendeine Stelle ist, wo mehrere sind, so. Jetzt kannst aber du nicht wissen, ob sie weitergefahren sind oder nicht. Ich kenne mich aus. Nein, Scheiße. Stell dir vor, er macht so diese Taktik, also die haben da jetzt hingeschossen, er legt sich da hin, weißt du? Aber er sieht so, boom, er schaut sich so an. Er schaut sich so, er legt sich so hin, er schaut sich so an, er so, auf einmal sieht so, also nicht schlecht, aber Pech. Mei, ja. Na. Aber ja. Na. In diesem Sinne. Reicht für heute, oder? Ja, reicht. Ja. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liken, kommentieren, etc., etc. Auf chillig so. Etc., etc. Tschüss.